Arena von Hamburg, willkommen zum weiteren Vlog. Wir sind heute im Moviepark zum Halloween Horror Festival. Ja, dann werden wir mal gucken, was wir gleich machen. Ja, wir sind ja deutlich später hier im Park, weil wir so gesehen kennen ja so viel alles und sind mehr durchs Halloween. Fast 3 Uhr haben wir ja schon. Ja, und dann mal gucken, was wir dann noch machen, wenn wir später will. So, ich melde mich jetzt oder so mal kurz wieder. Ja, seit dem letzten Mal ist jetzt ein paar Stunden vergangen. Es hat jetzt auch angefangen. Wir haben da eigentlich nur, so gesehen, wo noch normal war, die Stuntshow geguckt, was gegessen. Ganz normal, wie eigentlich vom Vlog immer kennt. Pizza. Ja, und jetzt ist es halt los angefangen. Als erstes haben wir gleich, oder als einzige Maze heute, weil so gesehen, wir konnten heute nicht länger bleiben. Habe ich nur jetzt zum Beispiel Mördermuseum, also eine der neuen Maces. Die neue ist ja dieses Jahr Mördermuseum und Final Stop. Ja, und der Hostel ist dafür gegangen und so gesehen Final Stop ist unter der Tribüne, also unter der Stuntshow-Tribüne, und Mördermuseum ist jetzt im alten Hostel. Ja, und dann mal gucken, was wir noch später machen. Bis später. Mördermuseum. Ja, das ist so gesehen so ein Dings, wo euch ja Mörder erzählt werden, die viele Geschichten gemacht haben, wo ihr durch so einzelne Szenen dann auch müsst. Viele spoiler ich natürlich auch nicht, weil das könnt ihr euch selber dann angucken. Ja, und dann werden wir jetzt mal weitergehen. Und dann bis später. Thank you.
so, oder wir haben jetzt den Park verlassen. Ja, es sind so gesehen auch ein, ja, man kann sagen, ein paar Änderungen im Park. Es sind halt drei Maces sind jetzt so komplett so gesehen auch rausgeflogen. Also so gesehen unter der Tribüne ist er jetzt komplett neu, das ist jetzt Final Stop. Dann ist jetzt komplett Hostel raus und das Murder Museum ist drin. Und halt die Dings Maze, die habt ihr auch nicht mehr. Die im Wald, also die für ab 12 Jahren, dafür ist jetzt ab 12 Jahren Curse of Chewbacca. Ja, und so gesehen auf den Straßen hat sich einiges getan. Da habt ihr jetzt so viele Moving Heads und alles drum und dran. So gesehen wurde das jetzt richtig auch in mehr in Bereiche aufgeteilt. Und so gesehen, da geht ihr auch dann durch Tore durch und alles drum und dran. Und hinten halt der Santa Monica Pier hat sich auch umgeändert. So gesehen, da ist jetzt auch der Zickes of Dudes hingezogen und da habt ihr eine, so gesehen eine neue kleine Show am Pier. Ja, und das waren jetzt so die größeren, neueren Sachen wie der Highfall mit den Nebel- und Lichteffekten, das ist ja geblieben, wie der Barboot Twister Express mit dem Dings ist geblieben. Ja, und dann würde ich mal sagen, wenn euch der Vlog heute gefallen hat, drücken wir das Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da, tschüss bis zum nächsten Mal und tschüssi.